Hallo, ich bin's, Danny vom Ersatzteilshop. Wenn ihr das Problem habt, dass bei eurer Bosch oder Siemens Waschmaschine das Touch-Display nicht mehr reagiert, hilft es leider nur, dieses Display auszutauschen. Wie man dieses Display austauschen kann, möchte ich euch in diesem Video zeigen. Um das Display auszutauschen, müssen wir zuerst die Arbeitsplatte entfernen. Die Arbeitsplatte ist von hinten mit zwei Torx 20 Schrauben gesichert. Diese beiden Schrauben schrauben wir zuerst raus. Hier sehen wir die Rückseite des Gerätes. Hier befinden sich diese beiden Torx 20 Schrauben. Die schraubt ihr mit einem Torx-Schraubendreher links herum raus. Und wenn ihr diese beiden Schrauben entfernt habt, könnt ihr die Arbeitsplatte nach hinten wegziehen und nach oben entnehmen. Um dann die Blende demontieren zu können, müssen wir zuerst die Waschmittelschublade entfernen. In diesem Fall ist es ein Eidos-Behälter. Den zieht ihr bis zum Anschlag heraus und dann gibt es eine kleine Rastnase, die man eindrückt und man kann dann den Behälter komplett entfernen. Hier seht ihr nochmal diese Rastnase. Diese drückt ihr einfach ein. Hier ist ein kleiner Haken, der den Behälter vor dem kompletten Rausziehen sichert. Wenn ihr keine Eidos-Schublade habt, ist dieser kleine Haken meistens an einen kleinen Behälter im Weichspülerfach. Auch diesen drückt ihr herunter und könnt dann die Schublade komplett entnehmen. Wenn wir die Schublade komplett entfernt haben, befinden sich hier noch drei Torx 20 Schrauben. Auch diese Schrauben schrauben wir komplett heraus. Habt ihr diese Schrauben entfernt, findet ihr an der Oberseite die Rastnasen für die Blende. Ihr hebt diese Rastnasen nach oben und zieht die Blende vorsichtig nach vorn. Habt ihr alle vier Rastnasen gelöst, gibt es hier an der Seite noch eine Rastnase. Dort drückt ihr seitlich mit den Fingern die Blende etwas ein und könnt dann die Blende nach vorn entnehmen. Hier seht ihr schon die komplette Bedienelektronik von hinten. Zuerst entfernt ihr das Kabel, das ist hier unter dieser Rastnase versteckt. Diese Rastnase könnt ihr mit dem Fingernagel oder mit einem Schraubendreher lösen. Um die Rastnase zu lösen, fahrt ihr mit dem Schraubendreher seitlich ein und hebelt diese Rastnase auf. Danach könnt ihr das Kabel an der anderen Klemme lösen. Diese könnt ihr vorsichtig nach oben biegen und das Kabel nach unten entfernen. Wenn ihr dann alle Kabel entfernt habt, entfernt ihr noch den Stecker, der zur Maschine führt. Dieser Stecker ist hier mit einer breiten Rastnase gesichert. Diese Rastnase schiebt ihr etwas mit dem Finger herüber und zieht dabei den Stecker heraus. Als nächstes lösen wir auch den Stecker für die Anzeige für das Eidos. Wenn ihr kein Gerät mit Eidos besitzt, habt ihr diesen Stecker nicht. Auch hier ziehen wir diese kleine Rastnase etwas zur Seite und können dann den Stecker entfernen. Wenn dieser Stecker entfernt ist, fädeln wir ihn ebenfalls hier unter der Kabeldurchführung hervor, dass wir hinterher die Elektronik komplett entnehmen können. Im nächsten Schritt lösen wir noch diese beiden Schrauben. Diese Schrauben sind Torx 8 Schrauben. Wenn ihr diese beiden Schrauben gelöst habt, könnt ihr diese Abdeckung nach oben wegklappen. Die ist hier oben nochmal eingerastet und könnt sie entnehmen. Achtet bitte auch auf diesen Schutzring. Der fällt euch sonst in das Gerät. Der liegt hier nur auf. Wenn wir das alles entfernt haben, biegen wir vorsichtig die Rastnasen zur Seite und können die Elektronik nach hinten entnehmen. Achtet bitte darauf, dass euch diese Rastnasen nicht wegbrechen. Sonst kann es passieren, dass man das Problem hat, dass die Elektronik hinterher nicht mehr hält. Habt ihr dann ringsherum alle weißen Rastnasen gelöst, könnt ihr die Elektronik nach hinten entnehmen. Hier sehen wir die komplette Bedienelektronik. Die könnt ihr dann eins zu eins austauschen. Und die neue Elektronik wird in umgekehrter Reihenfolge eingebaut. Ein wichtiger Hinweis wäre noch, wenn ihr die Elektronik austauschen müsst, reinigt am besten gleich diese Scheibe von hinten.
denn hier sammelt sich manchmal etwas Staub an und das sieht dann hinterher, wenn man alles wieder zusammengebaut hat, nicht schön aus.